Morgen. Ihr habt beim letzten Mal Oberschenkel- und Ruderbewegung, also quasi die Beine und so ein bisschen Zug reingebracht in die Geschichte. Und dann jetzt mal wieder eine Drückbewegung. Da könnt ihr heute ein bisschen spielen im Sinne von Muskelaufbau, Bodybuilding, was auch immer, weil die Frage kam. Bei Liegestützen, was belastet jetzt in welcher Form welche Muskulatur am meisten? Grundsätzlich ist es so, die Brustmuskulatur unterstützt immer und je nachdem, wie ihr gebaut seid, biomechanisch, involviert ihr die halt mehr oder minder stark. Aber zum reinen Muskelaufbau ist natürlich eine Drückbewegung, genau wie Bankdrücken, nicht optimal für die Brustmuskulatur. Weil die quasi für das Heranziehen, jetzt mal so grob gesprochen, des Arms aus der Position hier zuständig ist. Dementsprechend müsst ihr auch, wenn ihr nur die Brustmuskulatur isoliert aufbauen wollt, müsst ihr auch dementsprechend solche Übungen durchführen. Das kann man auch ein bisschen kombinieren. Natürlich ist sie immer dabei. Grundsätzlich ist es so, bei den Liegestützen, je weiter ihr eure Arme hier rausnehmt, hier in dem Bereich, umso mehr kommt die Muskulatur wie Schulter und Brust mit rein bei der Geschichte. Das merkt ihr auch, wenn das macht. Ja. Ein guter Liegestütz hat aber die Arme, ich sage mal so ungefähr schulterbreit hier an der Seite und die Ellbogen spreizen sich nur leicht vom Körper ab. Ich sage mal so 30, 45 Grad Winkel, wie auch immer das ihr bezeichnen wollt. Und dann haben wir alles gleichzeitig mit drin. Brustmuskulatur, den Trizeps, der uns quasi nach oben drückt und Schultermuskulatur. Also ihr könnt das mal ein bisschen variieren, indem man sagt, ich mache einen Satz und geht mit den Armen weit raus und beim nächsten Satz geht er mal normal weit rein. Wenn ihr den Trizeps, also den Armstrecker, so weit wie möglich isolieren wollt, dann nehmt ihr den halt so weit wie möglich unter den Körper. Dann habt ihr primär den Armstrecker drin. Wenn ihr es leichter haben wollt bei der Geschichte, dann geht er halt auf die Knie. Aber hier solltet ihr achten, dass ihr nicht einfach nur den Hintern oben lasst, sondern wirklich den Rumpf stabil an der Richtung. Oder ihr nehmt euch für ein Stühlchen, achtet darauf, dass der sicher steht und dann geht er wieder runter. Okay, also ihr merkt selber bei den verschiedenen Varianten, Arm- und Handhaltungen, welche Bereiche am meisten beansprucht werden. Wenn ihr die Brust fein haben wollt, wir hatten ja schon mal in einem anderen Video was in der Richtung gezeigt, könnt ihr sie vordehnen und ein bisschen Kontraktion reinbringen. Ihr geht an den Türrahmen, ich nehme einfach die Ecke, gehe hier in die Dehnung rein von der Brustmuskulatur und dann kontrahiere ich und arbeite dagegen. Guckt ihr mal 10, 15, 20 Sekunden und dann lasst ihr locker und nehmt die andere Seite. Und dann macht ihr Liegestütze. Dann habt ihr quasi eine Vorermüdung in der Brustmuskulatur drinnen und sie ist in Anführungsstrichen schon ein bisschen kaputt, wenn ihr die Drückbewegung macht und wird dadurch halt noch, ich sag mal, stärker belastet bzw. die Muskulatur in dem Bereich noch stärker geschädigt, was natürlich dazu anregt, mehr zu wachsen. Okay, also probiert einfach mal durch, macht es nicht immer bis zum Versagen, das heißt, ich mache erstmal einen Satz Ellbogen nach außen, dann einen Satz Ellbogen nach innen, dann gehe ich mal richtig ran hier an den Körper mit den Armen und setzt die Hände nebeneinander auf. Ja, macht davon einen Satz. Die Wiederholungszahlen müsst ihr selber einschätzen. 5 bis 20, je nachdem wie gut ihr seid. Und wenn ihr merkt hinten raus, ihr könnt immer weniger, dann macht ihr das gleiche quasi auf den Knien, dass ihr auch auf den Knie erst hier außen anfangt, ein paar zu machen. Dann geht ihr an den normalen Liegestütze in Anführungsstrichen. Also das bedeutet Hände schulterbreit und Ellbogen normal abgespreizt. Und dann nehmt ihr sie zusammen und habt die Hauptbelastung im Trizeps. Oder ihr macht das Ganze mit dem Stuhl. Sportfrei, bis gleich, ciao.